So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Oh yeah, im letzten Part haben wir die Nebenquest gestartet, um Donnie, diesen jungen Dörfler hier, ins unser Team zu bekommen. Und wir hoffen natürlich, dass wir das erfolgreich schaffen werden, denn dafür muss er ein Level up erreichen und natürlich die Mission überleben. Und ihr seht, da sind noch eine ganze Menge Gegner hier, die wir umholzen müssen. Hoffentlich schaffen wir das und es geht gut. So, mit dir mache ich ganze 9 Schaden. Ich glaub's ja kaum, das ist ja fast schon ein bisschen was, aber ich glaube, das ist besser als nichts, also... Friss das, Mann! Bam! Guck mal, nochmal eine kleine Unterstützung von Vike da bekommen. Schön, und Vike sollte sich jetzt eigentlich, warte, wir lassen das lieber Sauto machen, wegen Fernangriff und so. Ja, mit euch komme ich natürlich jetzt genau nicht dran. Das ist ja unpraktisch. Aber egal, da hat er schon ziemlich viel mitgemacht. Komm, locker. Kriegst aber einen Feuerzauberabfall. Von Donner habe ich nicht mehr allzu viel und Donner ist etwas stärker. Nun, bam! Eisekalt, platt gemacht, mal wieder. Fast ein Level-Up. Gut, und da steht der Bogenschütze. Den können wir natürlich jetzt in aller Ruhe umholzen. Weil der uns nicht viel kann. Aber leider reicht das nicht. Das reicht nicht! Nein, das reicht nicht! Gut, warte, pass auf. Dann machen wir es anders. Wir versuchen mal, ihn eher näher an uns zu locken. Ich denke mal nicht, dass er blöd genug ist, die beiden Ferneinheiten hier anzugreifen. Und wenn doch, dann ist er, wie gesagt, ganz schön blöd. Deswegen einmal eine Heilung für Sauto. Thank you. Yay, KP 1, ganz viel um 1. Schön, das freut doch. Frederick, du kommst noch mal ein bisschen näher, so zur Not, ne? Yushan hat er uns gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wechseln wir mal auf Sully. Die sollte das ja wegstecken, locker, flockig. Gut, alles klar, der wird jetzt wahrscheinlich wieder Sully. Macht er nicht? Bist du doof? Warum? Du wirst sterben! You're going to die! Okay. Na dann, wenn er meint. Dann, wahrscheinlich, weil er mehr Schaden gemacht hat oder so. Das nenne ich Fortschritt. Das war auch Fortschritt. Deswegen kannst du es auch ruhig so nennen. Ach, verdammt, der Dieb da oben, auf den müssten wir eigentlich um... Ja, der raubt die Schatztruhe, aber ich habe sowieso keinen Dieb. Insofern könnte ich die eh nicht öffnen. Aber der hat bestimmt Truhenschlüssel irgendwo versteckt. Aber da ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wo, spare ich es mir mal, dabei drüber Gedanken zu machen. Und setze meine Reise fort. Alle Einheiten vorrücken, alle vorrücken. Wir schlagen die Einheiten des Gegners in die Flucht. Ich dachte schon, Donnie. Nee, Quatsch, er hat noch gar kein Level erreicht. Aber Lissa hat ein Level erreicht. Deswegen hat sie auch nicht alle KP, die man haben kann. Gegnerphase. Dick. Und ja, da macht er die Tür auf. Oh, jetzt wird dann alles klauen da oben, der Sack. Du hast einen Truhenschlüssel. Das bringt aber leider nichts, wenn der hier oben... Na, wir werden gleich wahrscheinlich uns ärgern, weil der irgendwas total Wertvolles gestohlen hat. Aber da können wir wohl nichts machen. Wir können aber was gegen diese Einheiten hier machen, die hier so locker flockig in der Gegend rumstehen. Locker flockig, wieso immer alles locker flockig? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil locker flockig eine schöne Sache ist. So, pass mal ob. Wechsel. Du wartest hier und du, liebe Lissa, heilst den Weig. Ja, schön, man kann ihn wissen. Ich denke mal zwar nicht, dass der Bandit da genug Schaden macht, falls er überhaupt angreift, weil die Banditen sind meistens irgendwie so relativ unabhängig. Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass es häufig so ist. Deswegen gar kein Thema. So, mein lieber Danny, wie gesagt, einen musst du noch umknüppeln. Und jetzt kommt der Moment für die Meisterlanze. Ah, Gott, das ist wirklich ärgerlich. Die ist nämlich ziemlich, ziemlich gut, diese ganzen Meisterwaffen. Die haben nämlich eine extrem hohe Crit-Chance. Und ich habe den Hammer ausgerüstet, merke ich gerade hoch. Den sollte ich mir mal ablegen. Das wäre Verschwendung. Den brauche ich doch noch anderweitig. Aber gut, der Dieb... mache ich 7 Schaden. Guck mal, der könnte ihn nicht mal besiegen. 7 Schaden. Ich muss ihn irgendwie auf 7 KP runterkriegen. Schaffst du das, Vike? Du schaffst es sogar noch niedriger, aber du hast eine niedrige Treffchance. Niedrige Trefferchance. Aber ich glaube, das ist mir jetzt egal, weil wenn du triffst, dann kann Danny auf jeden Fall gleich sein Level abkriegen. Bam! Außer Sully greift mit an. Das habe ich jetzt irgendwie ganz vergessen. Stimmt, da war ja noch was. Da, da, di, dam. Dong, dong. Na, super. Da hört sich alles. Ha, der Weiker ist jetzt noch viel weiker. Was, weiker? Ach ja, stimmt, das sagt er immer. Truhenschlüssel halten. Dö. Ja, falls wir überhaupt noch bei einer Truhe ankommen und die nicht schon komplett geplündert wird. Frederick, ich möchte dich ungern vorschicken, aber ich glaube, das ist sogar die beste Wahl, die ich hier habe. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Dann kann ich nämlich, genau, die geschwächten Einheiten hier umnieten. Nach und nach, langsam, aber sicher. So, Kellam, was ist mit dir? Schaffst du das da oben? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Und das möchte ich ja auch ungern riskieren. Warte, er bleibt mal lieber da einfach.
So, Frederick, warte mal, stand Frederick gerade nicht in der Reichweite? Hab ich mich gerade verguckt? Er sollte eigentlich genau in der Bereich, im Bereich stehen. Achso, ich habe ihn noch gar nicht bewegt. Das war's. Ja, das erklärt natürlich einiges. Pass auf, dann holen wir nur einen mal ran. Und zwar den Eumel da oben. Warte, hat der nicht den Hammer gehabt? Nee, der hat die Eisenaxt. Und der auch, okay. Okay, ja, weil Frederick ist, glaube ich, als Erzritter auch eine gepanzerte Einheit. Warte, das müsste da stehen. Ja, ist er. Wenn ihr da mal unten auf den kleinen Bildschirm guckt, neben Angriff und Treffer, da sind so Symbole. Er ist eine britische Einheit und eine gepanzerte Einheit. Das heißt, er hat natürlich da die Vorteile davon, aber auch die Nachteile davon. Und das ist, kann sehr verheerend sein. So, da kommt der Angriff, den ich erwartet habe. Aber das ist ja... Ach verdammt, das Auto greift jetzt auch mit an. Ja, ist natürlich nicht schlecht, dass ich jetzt die ganzen Gegner umholze. Aber Dani muss doch ein Level erreichen, Mensch. Jetzt darfst du ruhig angreifen, das Auto. Jetzt kannst du den niederholzen. Ein, wunderbar. Aber du machst es leider nicht. Schadi. Ach, guck mal, den habe ich schon ganz übersehen da oben. Mit einem Wurfball. Aber kein Problem. Frederick hält das natürlich aus. Gut, so, Donny. Was machen wir denn mit dir, mein Kleiner? Sag doch mal jetzt hier. Gut, wir markieren mal die ganzen Leute hier. Die da unten muss ich jetzt nicht wissen, damit ich weiß, wo ich Donny hinstellen kann. Also ich denke mal, ihr kümmert euch einfach mal um den hier. Donny, den machst du 6 Schaden. Das heißt, den muss ich auch irgendwie so runterkriegen, dass er möglichst unter 6 KP kommt. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das am geschicktesten? Ja, so schon mal nicht. Mit einer anderen Lanze vielleicht. Da guck mal, so kommt er genau auf 6. Das wäre an sich gar nicht mal so schlecht. Und da kann er da oben auch die Gegner abfangen, weil da halt er aus. Der Typ hat zwar einen Wurfball, aber ich hab gesehen, der hat keinen Schaden gemacht. Der macht ihm gar keinen Schaden. So, warte mal, bevor ich jetzt da irgendwas Blödes mache. Wie kannst du denn laufen? Okay, du kommst auf keinen Fall hin. Gut. Dann kann ich mich in Ruhe um dich kümmern. My friend. Damit du auch hier keine Dummheiten machst. Bam, Sully greif. Nein, schade. Ich dachte, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So, aber der kommt da auch nicht hin. Gut, Donny, dann hol dir mal dein verdientes Level ab, indem du hier den Bogenschützen umknüppelst. Zack! Und damit hätten wir jetzt auch unser Level up, denke ich mal. Yep. Oh mein Gott! Schön, Level up für unseren kleinen Donny. Hi, jetzt kann ich mit dem Rest mithalten. Na, noch nicht so ganz, aber du bist auf dem richtigen Weg, falls dir das irgendwie weiterhilft. Warte mal, ist das nicht der Typ, der... Doch, der hat die Meisterlanze geklaut. Vielleicht erwischen wir den da sogar noch. Vielleicht, aber nur vielleicht. Warte mal, was ist denn hier mit dem? Wie kommt der dran? Die jetzt interessieren mich jetzt mal hier nicht mehr. Der kommt da nicht dran. Aber nur, weil er da jetzt nicht hingehen kann, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, der würde da gar nicht drankommen. Ja, cool. Vielleicht schaffe ich es, den da sogar umzuholzen hier. Und wie ich das schaffe, locker sogar. Alles klasse, Auto. Dann hau rein! Ach, die Axt, die kannst behalten. Da gewinnst du auch keinen Blumentopf mit. Ganz viele Erfahrungspunkte. Und jetzt stehen wir genau in einem sicheren Spot. Ja, wunderbar. Nur eine Heilung gibt es trotzdem. Denn die Wurfaxt hat doch gerade ein bisschen Schaden gemacht. Yay, 11 KP geregeneriert. 11 KP regeneriert. Keller, ich traue mich nicht, dich da oben reinzuschicken, ehrlich gesagt. Weil, ne, ich weiß nicht. Ich lasse das lieber. Ja, genau, ihr kämpft da unten mit den beiden. Das ist ja geplant gewesen. Kein Problem. Ja, yeah, I rule. Das tust du wirklich. Genau, du reißt Frederick an, aber das ist dem egal. Weil, wie wir sehen, machst du ihm läppischen Schaden. Oder sogar gar keinen Schaden. Ah, guck mal, den Bandit, den erwischen wir da noch. Den erwischen wir locker noch. Dann kann er nämlich mir die Lanze wieder abluchsen. Den machen wir sogar 9 Schaden. Guck mal, Donny ist schon gut aufgestiegen. Wobei es mir gerade, ehrlich gesagt, nur darum geht, dem die Waffen nochmal abzuluxen. Das schaffen wir locker flockig. Das schafft also Frederick. Ja, komm. Warum ich jetzt so eingreife, dass er noch 1 KP hat, weil er mir sowieso keinen Damage macht und damit Donny noch ein paar Erfahrungspunkte kassiert, weil wie gesagt, Donny möchte ich auf jeden Fall wirklich trainieren, weil der ist eine verdammt gute Einheit. Später. Am Anfang noch nicht so, da ist es noch ein bisschen anstrengend, aber der haut sowas von rein dann. Oh yeah, ganz viele Erfahrungspunkte wieder. Guck mal, hast du schon fast dein zweites Level ab. Und die Meisterlanze erhalten, die kannst du direkt behalten. Du kannst ja bald bekämpfen bestimmt. So, ihr kommt mal nach oben. Dann gibt's hier eine Heilung von Lissa. Yay, bitteschön. Nice, oh yeah, da freut sich der Vike. Da wird immer Viker dadurch. Was auch immer das für ein Verb sein soll. Adjektiv meine ich, Entschuldigung. Ja, und du? Ja, gut. Sauto, bitteschön. Gar kein Problem.
Guck mal, da holt Chrome sogar nochmal zum Schlag aus. Über die Mauer hinweg. Das interessiert gar keinen jetzt hier. Und Level 10. Ich spüre, dass ich stärker geworden bin. Das ist richtig. Und Solidarität gemeistert. Guck mal, eine neue Fähigkeit gelernt. Schön. Und da verschwindet jetzt auch eine ganz, ganz große Angriffsfläche der Gegner. Und ich traue mich immer noch nicht, Callum da reinzuschicken. Die kommen von ihnen beide dran. Das lasse ich lieber. Damit könnte ich ganz böse auf die Nase fallen, wenn ich das nicht klar berechnen kann. Was mir gerade leider nicht möglich ist zurzeit. So, und dann wieder mal eine Heilung hier. Lissa kriegt die ganzen Erfahrungspunkte durch ihre Heilung. Und es ist noch ein weiter Weg bis Level 20. Ja, ich werde die erst alle auf Level 20 umstufen, auf ihre nächste Klasse. Ich glaube, ich bin bereit für die Front. Ich glaube, ich bin bereit für die Front, meine ich. Sorry, falsche Stimme. Gut, dann hier nochmal auf das Pünktchen gehen. Und kriegt ihr vielleicht mal einen gemeinsamen Support endlich? Nö. Klasse, das viel Üben hat sich ausgezahlt. Waffenfertigkeit erhöht. Schön, und Waffenlevel gestiegen, guck mal. Gut, Keller mal ein bisschen nach oben. Wer hat jetzt nochmal die Schlüssel? Das war Weik, ne? Ja, genau, Weik hat den Truhenschlüssel. Eigentlich gar nicht, eigentlich war es klug, dass wir das so gemacht haben, weil, wie wir sehen, haben wir offensichtlich keinen weiteren da ist ein Türschlüssel, okay, haben wir keinen weiteren Truhenschlüssel mehr. Ah doch, okay, alles klar. Na, aber so können wir uns den aufsparen. Vielleicht wird es hier irgendwann mal nötig. Maybe. Du hast eine Eisenaxt. Da kommen sie auch näher. Ich möchte aber nicht, dass sie alle drauf geht. Warte, pass auf, Frey. Stell dich mit der Eisenlanze da rein, dann sollten die ja wohl aushalten. Und du hältst das so oder so aus. Du kannst nämlich jetzt schon mal die Gegner ein bisschen schwächen, damit gleich andere Leute die Erfahrungspunkte bekommen können. Zack. Hau rein, Mann. 16. Ja, schön. Genau so will ich das sehen. Guck mal, der da oben will gar nicht angreifen. Kam er nicht dran? Habe ich mich verguckt? Ah, der kam gar nicht dran. Okay, alles klar. Das erklärt wieder mal so einiges. Eisenbogen. Okay, Eisenbogen. Ich dachte zuerst Meisterbogen. Ah, Meisterbogen wäre nicht so schlecht. So, wie viel Schaden würdet ihr mir machen? Moment, was? Achso, mit dem Speer natürlich 0, klar. 5. Ja, das sieht gut aus. Warte, ist der da irgendwie viel stärker als der da unten? Ne, der ist sogar ein bisschen schwächer. Okay, dann kann ich ihn beruhigt in die Reichweite stellen. Das wäre gar kein Ding. Callum, dann bitte einmal Weite deines Amtes und kassiere die Punkte dafür. Bam. Wir hätten eigentlich wirklich mühelos da reinstellen können. Das wäre kein Problem gewesen. Wenn die anderen ihn noch unterstützt hätten, dann natürlich. Oh, im Anschluss. Bemerken die Leute mich jetzt? Nein. Oh. Callum. Türschlüssel erhalten. Dang. So, was machen wir denn als nächstes? Enter the Wake. Ein bisschen weiter nach oben. So, Frederick, du bist ja ein bisschen doch geschwächt mittlerweile schon. Oh mein Gott, du hast ganze 9 KP verloren, nachdem tausende von Gegnern auf dich eingeprügelt haben. Oh, wir kriegen nur noch 19 jetzt dafür. Jetzt wird's langsam ernst, Leute. Es wird kritisch. Sauto ist eine unserer besten Einheiten, wenn nicht sogar die beste. Deswegen kommt sie immer mit zum Hauptgegner. Und du, Donny, darfst dich da oben gleich mit dem Bogenschützen prügeln. Beziehungsweise, nee, das wäre schlecht. Das lasse ich lieber Weik machen. Du kommst einfach so mit. Ja. So, alles klar. Gut, dann macht mal euren Zug, liebe Gegner. Ganze 2 Schaden, aber du triffst nicht. Er trifft nicht, der trifft nicht. Guck mal, Frederick hat fast schon wieder ein Level up. So, lieber Weik, der da oben, Eisenbogen. Ist natürlich doof, dass ich auf gar keinen Fall da rankomme. Pass auf, dann machen wir es anders. Ich stelle den hier hin und rüste ihm den Langspeer aus. Dann kann er nämlich auch zurückschlagen. Machen wir das nämlich so und dann kommt er auch näher. Das heißt, ich kann Don hier in Ruhe stehen lassen. Dann macht er das. Dann macht er das. Gute Sache. Jopp, easy peasy. Den holzen wir auch an die Wand mit Feuer. Mit Feuerholz also quasi. Hä, was? Was labert der? Keine Ahnung. Ich sollte vielleicht gleich mal wieder Chrome nach vorne packen. Der muss ja auch noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln, aber das hat sich gerade so ergeben. Wenn ich bedenke, wo er stand. An welchem Stand er stand. Ja. Kein Problem. Gefahrlos draufhauen. 17. Yay! Enter the Wake again. Level up. Level 6. Und wieder ganz viele Punkte. Ha, der Weik ist jetzt noch viel weiker. Ja, das glaube ich dir. Das sehe ich, wie der Weik weiker ist. Mensch. Donny. Ja, wir brauchen eigentlich es braucht wirklich keiner eigentlich, aber wie bereits gesagt, Erfahrungspunkte, Leute. Und die Heilung kostet ja nicht viel. Also die Stäbe dafür. So, Frederick, willst du den Typ da oben anlocken?
Ja, gut. Kriegst du dann auf jeden Fall einen Schlag. Warte mal, nicht, dass er dann dich noch angreift. Genau, da muss ich ja aufpassen, ne? Wir wollen die ja herlocken. So, alles klar. Dann locken wir den da oben ein bisschen näher. Und der greift Kellermann, was ihm nichts bringen wird. Guck mal, er macht null Schaden. Wir können zurückschlagen. Bam. Das war gut. Ein guter Angriff. Gut, da werden wir nicht kontern können, aber das ist kein Problem, weil der ebenfalls keinen Schaden davon bekommt, wie wir gerade sehen. Mickrig! Ja, euch bringen wir mal hier wieder auf die Glitzerpünktchen. Und gibt's mal. Nein, immer noch nicht. Was ist denn das? Ich bediene mich einfach mal. Erikas Klinge. Ja, schön, warum nicht? Wieder so eine alte Waffe. Das sind irgendwie hier Erikas Klinge und so, und Ephraims Lanze und so weiter. Das sind alles Helden von den vorangegangenen Fire Emblem-Teilen. Das ist total cool, finde ich. Ein schönes Gimmick. Das macht also viel Schaden. Okay, da muss ich leider den Langschwert benutzen. Den würde ich zwar lieber für die Fernangriffe aufheben, aber Donny, wie gesagt, wenn wir ihm schon einfache Punkte geben können, dann machen wir das auch. Bronze-Lanze vor allem. Bam! Voll reingehauen und ein weiteres Level. Nein, verdammt. Ganz knapp davor. Ein Truhenschlüssel. Ja gut, dann brauche ich auch Vike nicht mehr nehmen. Wollte gerade nämlich sagen, da muss ich nochmal zurück, vermutlich. Aber dem ist natürlich nicht so. Schade, du machst nicht so viel Schaden. Egal. Ah, hätte ich andersrum machen sollen. Erst Frederick und dann Vike. Weil jetzt kriegt Frederick die Punkte, die er sowieso nicht braucht, weil er schon überkrass ist. Aber egal, dann machen wir es halt so. Schadet er sicher nicht. Bam! 19! Dann schreit er sein Pferd in der dicken Rüstungsmontur. Level up! Langsam aber sicher schreite ich voran. Das tust du, Frederick. Das tust du. Und wer schreitet mit dir? Lissa, die jetzt erstmal Kellam heilt. Gib mir deine Punkte. Schön. Ist auch jeder dran. Gut, Jan, komm näher. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Aber du hast es getan. Selber schuld. Alles klar, wie viel kann der denn laufen da oben? Der Freund nicht sonderlich weit. Das ist schon mal gut. Das ist gar nicht schlecht. Und wir machen das jetzt mal wie folgt. Lissa, du kommst mit nach hier. So, und du. Nee, nicht tauschen, genau. Du gibst ihm nämlich was, und zwar den Truhenschlüssel. Zack, damit, weil ich möchte mit Donny den Boss besiegen. So einfach aus Stilgründen. Rettung, ja schön, da kannst du natürlich nicht viel mit anfangen. Aber musst du ja auch gar nicht. Okay, diesmal machen wir es ein bisschen. Ich kann es gar nicht klüger machen. Ich kann es gar nicht klüger machen. Na gut, komm. Dann hau einfach trotzdem drauf. You can do. Alles klar, ich brauch dich nicht mehr, Frederick. Bam! Und unser nächster Crit. Haha, von Vike. Das war wirklich elegant gelöst. Gut, Frederick bringt die Position. Und warten, Gegner wieder dran. Jetzt müssen wir erstmal Donny da hochlatschen lassen. Das wird wahrscheinlich auch erstmal eine Weile dauern. Donny unterwegs. Donny ist unterwegs. So. Ja, guck mal, dann bringen wir die beiden schon mal rein. Hi! Ich glaube, du hast gemerkt, dass du ziemlich am Arsch bist mittlerweile. Was? Habe ich ja irgendwas übersehen auf der Karte? Noch mein letzter Überblick? Nein, alles klar. Weil ich möchte nichts verpassen. Das kann ja schnell mal passieren. Gut, Kellern brauchen wir sowieso nicht, also lasse ich den einfach mal da stehen. Bis der da ankommt, ist der Kampf längst vorbei. Nice one. Wir kriegen immer weniger Punkte mittlerweile, wie ihr seht. Und, okay, alles klar. Wie gesagt, Kellern. Braucht es nicht. Wie viel Schaden mache ich dir denn, mein Freund? 5. Das ist natürlich schlecht. Du mir 20. Oh, uiuiuiui. Vielleicht will ich ihn doch nicht mit ihm besiegen. Das überlege ich mir, glaube ich, gleich nochmal ganz gründlich. Was mit dir? Warte, so, ich stelle dich erstmal alle hier rein. Okay, und einmal warten bitte. Gegnerphase und so weiter. Chrom, was ist denn mit dir? Also du machst 2x15. Uiuiui. Da du wahrscheinlich mit angreifst, wie ist es mit Vike? Ich glaube, das kriege ich nicht so wirklich abgeschätzt. 15. Wobei, das könnte funktionieren. Eine 7%ige Crit-Chance, das mag ich ehrlich gesagt nicht. Das klingt zwar, ist zwar jetzt wenig auf den ersten Blick, aber man weiß nie so genau bei diesem Spiel hier. Hier, Lissa, hilf dem mal bitte. Ich habe gerade ein bisschen. Was? Nein! Nein, das wollte ich doch gar nicht! Oh, ich habe Stab gedrückt. Ich wollte doch mit ihm kommen. Okay, jetzt muss er leider sterben. Sorry, Leute. Da kann ich einen Rücksicht mehr drauf nehmen.
Wechsel. Chrom. Hau ihn voll eine rein. Ja, du hast ja keine Crit-Shots auf jeden Fall. Sauto greift er bestimmt auch noch mit an. Jetzt zeigen wir dem Schusswelpen, dass wir Wildgeborenen so können. Ja, dann mach das mal. Du wirst nach diesem Schlag wahrscheinlich nicht mehr irgendwie zum Schlag ausholen können. Ja, genau deswegen. 9. Vielleicht wird das ja doch noch was. Maybe. Warte, eigentlich reicht mir schon ein Level ab. Warte, dann kann... Ja, komm. Kriegt da halt noch so einen Schlag mit. Wobei, ne, der kriegt da gar kein Level ab. Ist ja Blödsinn. Ist ja Unsinn. Was laber ich denn da? 9, ja, die können wir unmöglich abziehen. Okay, alles klar. Dann, Vike. Bitteschön. Kümmer dich um ihn. Hi. Ausgespielt. Boah, ich habe gerade voll den Herzinfarkt bekommen, eben, dass ich irgendwie auszusehen mit dem Gegner gemacht habe, als der Kampf da losging mit Lissa. Boah, hab ich mich erschrocken. Das sollte es nicht sein. Aber es ist so passiert, Mann. Level up für den Vike. Na, aber jemand meine Muskeln... Nee, danke, lass mal lieber. Lass mal stecken, Mann. Ha! Abgeschlossen. Werte, Züge und Helden. Okay, Leute, ich würde sagen, aber die quasi Abschluss-Cutscene dieser Nebel-Quest sehen wir uns erst beim nächsten Mal an. Sully und Vike sind die Helden. Hab ich, glaube ich, schon gesagt eben, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das war Fire Emblem Awakening für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao.